herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich Käsekuchen-Muffins backen. Ja, ich brauche nicht so viel Kuchen fürs Wochenende, einfach nur so ein paar Stückchen für meinen Mann und mich. Meine Kids, die mögen nicht so gerne Käsekuchen und ich habe keine Lust, die ganze Woche Käsekuchen zu essen. Das kennt ihr vielleicht. Und da bin ich auf das Rezept gestoßen von diesen leckeren Käsekuchen-Muffins und habe gedacht, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Ja, ich verwende heute nur die Hälfte von dem Rezept aus wie vorhin gesagten Gründen und hoffe mal, dass es klappt. Als allererstes müssen wir den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. So, jetzt brauchen wir 50 Gramm Butter in Stücken, 60 Gramm Zucker, eine Prise Salz, ein Ei. Das Ganze lassen wir 30 Sekunden auf Stufe 4 verrühren. So, als nächstes kommen 250 Gramm Magerquark dazu. Ein halbes Päckchen Vanillepuddingpulver. Das mache ich jetzt so Pi mal Daumen. Ein Spritzer Zitronensaft und ein Esslöffel Weichweizengrieß. So, das lassen wir jetzt nochmal 30 Sekunden auf Stufe 5 verrühren. Hier haben wir jetzt unsere fertige Käsekuchenmasse, weil die Muffins sind ohne Boden. Wir haben also nur die leckere Füllung. Da freue ich mich schon drauf. Die Füllung müssen wir jetzt nur noch in unsere Muffinförmchen verteilen. Und dann brauchen wir noch eine Dose Mandarinchen, die habe ich hier schon mal abgetropft. Und auf jeden Muffin kommen dann ein bis zwei Mandarinchenhälften. Danach lassen wir die Muffins bei 180 Grad Ober-Unterhitze für circa, ja, das ist jetzt, da muss ich mal schauen, angegeben sind 25 bis 30 Minuten. Ich werde gucken, ob das reicht und ich werde sie vielleicht noch ein bisschen länger im ausgeschalteten Backofen stehen lassen, damit der Käsekuchen nicht so arg runtersinkt. Ihr wisst ja, dass der gerne etwas zusammenfällt und das möchte ich einfach vermeiden. Deswegen werde ich euch einfach hinterher hier noch einblenden, wie lange ich es genau drin gelassen habe oder ich erzähle es euch nachher. Hier sind die fertigen Käsekuchen-Muffins. Ich bin ein klein bisschen traurig, da sie wieder etwas zusammengefallen sind, aber das ist ja leider bei Käsekuchen oft mal so. Also bei mir waren sie jetzt 30 Minuten bei 180 Grad Ober-Unterhitze drin. Dann habe ich meinen Backofen ausgeschaltet und sie nochmal 10 Minuten so drin stehen lassen und dann habe ich gedacht, ich könnte jetzt meine Backofentür einen kleinen Spalt aufmachen und das so langsam auskühlen lassen, dass sie nicht runterfallen, aber wie gesagt, hat leider nicht funktioniert. Naja, jetzt machen wir noch die Geschmacksprobe und ich glaube, dann bin ich wieder fröhlich. So, ich habe mir hier jetzt mal einen kleinen rausgesucht und ein bisschen aufgepackt. Könnt ihr sehen? Ganz luftig. Ganz locker. Also geschmacklich sind sie super. Mit dem Mandarinchen noch dabei. Richtig lecker. Also wie gesagt, geschmacklich überzeugen sie mich. Preis für die hübschesten Muffins gewinnen sie jetzt wahrscheinlich nicht. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Rezept auch mal ausprobiert und mir dann Feedback hinterlasst. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Filmchen hat euch trotzdem gefallen. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Tschüss, macht's gut!